So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe Durst, es ist nämlich warm, ich schwitze, ich habe eine Mütze auf, ich habe keine Hose an. Was passt da perfekter als ein frisch gepresster Valensiner? Aber nicht Saft, sondern Eistee. Ihr habt richtig gehört, Valensiner, die Marke, die für Säfte bekannt ist, hat jetzt Eistee rausgebracht. Ich habe nicht schlecht gestaunt, war letztens im Aldi oder so, da war da so ein Aufsteller. Ich denke, was ist das? Auffällige Flaschen, richtig fetzig, richtig spritzig, richtig jugendlich. Und dann sehe ich da Valensiner und denke, das musst du mitnehmen. Es gibt drei Sorten. Die erste ist das hier. Das ist einmal Lemon. Also ist ja eigentlich die Haupteinnahmequelle von Eisteefabrikanten, die sagen, wir machen einfach immer mal Zitrone und Pfirsich. Dann sind die Leute zufrieden, was anderes saufen die eh nicht. Hier seht ihr extra nochmal Valensiner. Hier seht ihr Eistee. Richtig splashig, richtig fetzige Farben. Hier sind Eiswürfel drauf. Hier steht Lemon. Hier ist eine richtig dicke, fette Zitrone. Und es steht da Teegetränk mit 5% Fruchtsaft. Extra erfrischend. Die ist aus dem Kühlschrank. Die ist richtig schön kalt. Und wie gerade angesprochen, neben der Limone haben wir natürlich auch einmal Peach, was also dann Pfirsich ist. Und wer denkt, zwei Sorten wären schon krass, der kennt mich nicht, denn ich möchte immer alles und habe gesehen, es gibt auch noch Sherry. Sherry haben wir also auch dabei, Valensiner, Sherry, auch wieder 5% Fruchtsaft. Ihr habt da natürlich schön die Pfirsichstücken drauf, also die sehen wirklich schön saftig aus. Hier habt ihr dann die Kirschen. Guckt euch die Kirschen an, richtig brutale Kirschen. Wie macht man das fürs Thumbnail jetzt? Man hält zwei dahin, so, und dann eine noch oben drüber, so. Und das ist dann das Thumbnail, weil ich schaff's ja nicht, alle drei Flaschen mit einmal hier reinzuhängen. Und wenn ich es schaffe, dann sieht man mich ja gar nicht. Das ist kompliziert. Wir probieren jetzt, lesen aber mal kurz auch, was hier hinten für einen Text steht. Das ist nämlich wichtig. Entdecke die erfrischende Welt unseres Zitroneneistees mit dem köstlichen Extra von 5% Fruchtgehalt. Ein Schluck davon und du wirst sofort von den sommerlichen Vibes gepackt. Perfekt für entspannende Momente mit Freunden. Gönne dir den Genuss und erlebe den Geschmack von Sonnenschein eingefangen in jeder Flasche. So wie der aussieht, sieht man ja hier, sieht halt aus wie Eistee, also so richtig dunkel. Ich trinke jetzt auch einfach aus der Flasche, ich möchte das richtige Flaschenfeeling. Ein Schluck Zitronen, ich glaube Pupsi hat vorhin schon probiert und gesagt, der geht gar nicht. Ich bin mal gespannt. Ich meine, glaube ich, der schmeckt wie billiger Krümeltee. Also ich finde, er schmeckt sehr zitronig. Ich finde, er ist auch nicht extrem süß. Ich finde ihn gut. Ich weiß nicht, ich habe schon ewig keinen Krümeltee mehr getrunken, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt gerade Dorscht habe und da dran trinke, finde ich das mega erfrischend. Valensiner, Eistee, Lemon. Vor allem möchte ich ja noch alle drei Sorten zusammen im Ernesto-Glas trinken. Deswegen darf ich jetzt nicht zu viel trinken, aber ich möchte nochmal den Geschmack. Wie eine Kuh, das ist der Ramse. So, wir können ja gleich schon mal einfüllen, dass also Lemon unten als Grundierung für das Glas und machen weiter mit Pfirsich. Denn Pfirsich kennt ja auch jeder, da müsste genau komplett der gleiche Text draufstehen. Wir schrauben auch auf, wir nehmen auch einen Schluck, hat einfach dieselbe Farbe, deswegen musste ich es vorher nicht einschenken. Leichte Pfirsichnote, wieder nicht zu aufdringlich, nicht zu süß. Kann, weiß jetzt auch, wieso Pupsi meine, dass die Zitrone eher in Krümeltee-Richtung geht und der hier nicht so. Den würde ich nie mit Krümeltee vergleichen, weil der ist trotzdem sehr wässrig, sehr frisch, mit ein bisschen süß dran und leichtem Geschmack. Da ist der Krümeltee auf jeden Fall intensiver, aber deswegen ist der vielleicht auch erfrischender, weil du keinen Zuckerschock kriegst. Der Lemon, Der ist viel präsenter irgendwie und säuerlicher, also der geht mehr in so eine Richtung. Wir nehmen mal noch einen Schluck. Ich
ist okay zum Kühlen, gekühlt, zum Erfrischen. Aber ich glaube, der Zitrone hat mich gerade mehr geflasht, hat gerade mehr Vibes ausgelöst, sodass ich von dem her begeistert bin. Einen haben wir noch übrig, und zwar den Sherry, der Sherry-Eistee. Versteht ihr, guckt den euch an. Mach mal wieder auf, mir ist schon so schlecht, weil ich jetzt so viel durcheinander trinke und alles gekühlt und alles auf die Schnelle. Der riecht auf jeden Fall gut. Der riecht schön nach Cocktailkirsche, wie oben auf dem Eis drauf. Der riecht auf jeden Fall fruchtiger und süßer und präsenter, als er dann schmeckt, weil beim Trinken hat er auch wieder eine sehr wässrige Note. Der Nachgeschmack ist trotzdem Kirsche. Eine richtig frische Obst-Kirschennote, nicht diese künstliche aus dem Glas, sondern wie frische Kirschen. Wenn du die abspülst mit Wasser, dann tropft dir das Wasser von der Kirsche in den Mund und du sagst, oh, da ist noch Kirschgeschmack dran. Ist nicht so präsent wie der Lemon. Sehe ich auf einer Ebene mit dem Pfirsich. Dadurch, dass es Kirsche ist als Eistee, eigentlich die besonderste Sorte von den dreien. Aber irgendwie hat mich Lemon noch am meisten überrascht, weil der eben am präsentesten war und einfach voll reingehauen hat. Also der ist trotzdem lecker, der ist trotzdem frisch, der ist trotzdem fruchtig, aber auch gleichzeitig nicht zu süß. Hat auch eine kleine rote, schimmerliche Note dabei. Das ist okay, das geht vollkommen klar. Wir machen jetzt alle drei wieder zu. Haben ja jetzt alle eingefüllt ins Ernesto-Glas und werden jetzt alle drei zusammen für das Video zum Abschluss nochmal trinken. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Haben wir die gefunden? Habe ich schon erzählt? Genau, Aldi, glaube ich. Aldi. Diese Woche Aldi gewesen. Ich werde das, keine Ahnung, irgendwann jetzt demnächst hochladen. Vielleicht habt ihr es ja trotzdem gesehen. Das Ernesto-Glas ist beschlagen. Es war wieder richtig schön kalt, richtig lecker. Ohne Kohlensäure, da kommt auch nichts raus. Da kannst du drücken, wie du willst. Da kommt nichts raus. Da stehen noch drei Astra Rotlicht, aber um die geht's jetzt nicht. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.